Ja, wir sehen hier unseren KLF Binzgauer, Baujahr 1978, 44 Jahre bereits im Dienste der Freiwilligen Feuerwehr Böller, unzählige Einsätze, die er uns im steilsten und unwegsamsten Gelände wirklich hervorragende Hilfe geleistet hat. Es war einer der Gründe, warum wir 2020 uns entschieden haben, unser hochgeländegängiges Fahrzeug überhaupt weiterhin zu betreiben und nicht auszuschreiben. Ja, hunderte Menschen, sogar Feuerwehren und diverseste Organisationen haben uns bereits angeschrieben und auch antelefoniert und gemeint, sie wollen uns das Gerät abkaufen. Das war unter anderem einer der Motivationen, dass wir gesagt haben als Feuerwehr, wenn Menschen solche Fahrzeuge betreiben wollen, dann hat das einen Grund und wir haben versucht, eine Ersatzbeschaffung aufzutreiben. Aber in der gleichen Art und Weise ist es uns nicht gelungen, ein hochgeländegängiges Fahrzeug zu finden, das derzeit am Markt gibt. Und wenn man bedenkt, dass dieses Fahrzeug jahrzehntelang in der Steiermark gebaut wurde, nie irgendeine technischen Spumpanado uns gemacht hat und immer zuverlässig war, war für uns ganz klar, wir machen und starten hier das nachhaltigste Projekt und sanieren und richten unseren Binzgauer wirklich von Grund auf neu wieder her und freuen uns auf hoffentlich auf die nächsten 40 Jahre. Ja, begleitet haben uns dabei die Firma S-Tec aus Gleisdorf und Firma Magirus Lohr. Mit denen haben wir dieses Projekt gemeinsam ausgearbeitet und es wurde wirklich professionellste Arbeit geleistet. Generalsaniert vom Kern heraus das gesamte Fahrgestell bis hin zum Aufbau. Und wir haben uns neben den bestehenden Features der Vorbaupumpe, der ein wesentlicher Teil zu unserer bereits im Heck gelagerten Tragkraftspritze ist, auch entschieden, das Fahrzeug weiterzuentwickeln. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir das Fahrzeug für den Menschenrettungseinsatz besser einsetzen. Wir haben hinten im Heck eine Klappe eingebaut und können somit Menschen durchladen, das heißt Verletzte. Wir können Notarzt und Sanitäter mittransportieren und können jedes Gelände damit befahren. Ich glaube, alles in allem ist es wirklich ein großartiges Projekt. Wir sind nicht nur stolz darauf, sondern wir sind überzeugt davon, dass das der richtige Weg war, mit solchen Fahrzeugen auch zukünftig im Feuerwehrdienst tätig zu sein. Denn hier geht es gar nicht darum, dass man das modernste, neueste Fahrgestell hat, sondern wirklich ein hochgeländegängiges, zuverlässiges Fahrzeug im Dienste der Feuerwehrbehörde.